Schalömle und herzlich willkommen zu einem kleinen Mini-Let's Play in Race Room Racing Experience. Ich befinde mich hier auf Knutstorp oder wie das heißt, in dem BMW Z4 GT3 und komme gerade aus meinem kleinen Force Feedback Video. Ich fahre jetzt einfach hier noch ein bisschen rum, auch wenn es schon spät ist. Ich wollte euch eigentlich nicht mitnehmen, aber ich habe mir gedacht, nee, so kann ich ja nicht das Video beenden. Ich kann doch nicht jetzt einfach hier rumfahren und euch da im Regen stehen lassen oder wo auch immer. Deswegen geht es jetzt hier auf die Piste. Ich bin vorher schon gefahren, um das Force Feedback zu testen, um da noch ein bisschen Feinschliff anzulegen, und deswegen haben wir hier schon so eine Ideallinie drauf. Dieser BMW Z4 gefällt mir im Race Racing Experience wahnsinnig gut, weil der Sound einmalig ist. Und auch der BMW hat ein Update erfahren, Physik-Update, wie die neuen GT3 Rennwägen, die erschienen sind, auch. Ja, und der gefällt mir jetzt natürlich noch besser. Ich kannte diese Strecke noch gar nicht, habe sie mir gekauft vor etlichen Monaten. Bin sie auch einmal kurz gefahren, habe dann gemerkt, okay, in dem Video werde ich niemals auf dieser Strecke hier fahren, weil die absolut die mörderischste Achterbahnstrecke ist. Hier, diese Kurve. Wahnsinn. Unglaublich. So, ich versuche mal eine schnelle Zeit hinzulegen, wie vorher hier schon, also dieser Ideallinie einfach zu folgen, vielleicht sogar ein bisschen was besser zu machen. Ja, dann müsste mein Geist jetzt wegfitzen. Ich höre ihn auf jeden Fall. Ah, das war jetzt, glaube ich, besser. Dafür hier schlechter. Ja, da ist der Geist. Und fährt hier anständig weg. Ja, ich habe gerade die Force Feedback Settings von mir vorgestellt oder ja, einfach ein bisschen erläutert. Ich hoffe, euch ja helfen solche Videos. Force Feedback ist natürlich was sehr Subjektives. Eigentlich muss jeder selber zu seinem Force Feedback finden. Aber ich hoffe, ich konnte so die grundlegenden Dinge einfach erläutern, auf wie es ankommt. Ah, schlecht. Beispielsweise habe ich jetzt das Untersteuern gerade sehr gut gefühlt. Ich habe jetzt den Wert auf 90% erhöht. Den hatte ich immer auf 60. Ah, hier früher bremsen, kommt man besser raus. Am Setup habe ich nichts geändert. Übrigens. So, eine Runde fahre ich noch und dann sage ich Tschüssi, jetzt ist es echt spät geworden. Wahrscheinlich auch mein unprofessionellstes Let's Play. Oh nee. Aber diese Strecke ist einfach unglaublich. Also, ich glaube, das war die Strecke, zu der man auch die kleine Nordschleife sagt. Ja. Ah, den Geist von vorher erwische ich nicht mehr. Aber der Geist ist jetzt auch schon 2 Stunden alt oder so. Nein, schade. Tut mir leid, ich hätte ihn jetzt echt gerne erwischt. Aber vielleicht kann ich euch ja irgendwas Interessantes noch aus der Wiederholung da lassen. Naja, ich hoffe, euch hat das kleine Mini-Let's Play gefallen. Es waren einfach mal ein paar Runden hier auf Knutstorp oder wie diese Achterbahnstrecke heißt. Probiert sie aus. Ein Rennen würde ich jetzt vielleicht nicht drauf fahren wollen. Zunächst mal nicht, weil ich noch gar nicht weiß, wie man hier gescheit fahren muss. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.